im Studio ist man auch der Meinung, eher kein Elfmeter, jedenfalls keine klare Fehlentscheidung, die dann den Eingriff des VAR gerechtfertigt hätte. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Sie waren ja nun unmittelbar beteiligt. Ich müsste es mir mal anschauen. Also ich kann es jetzt auch nicht genau sagen vom Spiel her. Dann schauen wir jetzt einmal drauf gemeinsam. Wir hatten vor allem den Eindruck, dass Sie im Grunde unten am Fuß getroffen werden und dadurch eigentlich auch Ihr Sturz ausgelöst wird, also vom eigenen Mitspieler. Boah, also ich vom Spiel her kann ich mich jetzt nicht ganz genau erinnern. Ich habe keine Schwalbe gemacht oder so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, also ich habe mich ein bisschen hinten hineingelehnt in den Gegner, ist ja klar. Und dann wollte ich halt im richtigen Timing zum hohen Ball gehen. Und dann habe ich halt das Gefühl gehabt, also habe ich gespürt, wie ich am Bauch festgehalten werde. Und ich konnte nicht nach vorne rennen. Vielleicht bin ich gestolpert wegen Anton seinem Fuß, kann auch sein. Ob es jetzt ein Foul war oder nicht, ist schwer zu sagen. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber ich bin einfach nur froh, dass wir dann am Schluss den Punkt geholt haben. Haben Sie sich mehr reingelehnt oder sind Sie wirklich auch runtergezogen worden, nach Ihrer Wahrnehmung von Mesut Özil? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich runtergezogen wurde. Können Sie auf der anderen Seite verstehen, dass Jonas Hofmann und die Gladbacher sich darüber sehr ärgern, geradezu aufregen? Ich meine, Sie haben letztlich dann aus Ihrer Sicht den Job als Stürmer gemacht, den man ja, auf jeden Fall macht. Also ich verstehe das absolut, aber ich meine, wir haben auch in dieser Saison einige Elfmeter nicht bekommen. Andere haben vielleicht Elfmeter bekommen, die auch ungerechtfertigt sind. Und im Endeffekt zahlt sich das, also kommt das immer wieder zurück. Und deswegen, das Spiel ist jetzt zu Ende. Es ist eigentlich auch schon egal von dem her. Ich bin einfach nur happy über den Punkt. Trotzdem einmal noch, würden Sie sagen, Elfer ja oder nein? Jein. Jein, okay. Spricht es auf der anderen Seite jetzt einfach für die Moral des VfB, hier dann am Ende eben doch noch gegen einen Champions-League-Teilnehmer den Punkt geholt zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir haben richtig gut mitgespielt. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir ein Spiel gefunden haben. Und dann finde ich, bis zum Elfmeter, bis zum 1:0 haben wir es eigentlich richtig gut gemacht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie Gladbach jetzt gefährlich, schon gefährlich, aber dass sie jetzt ein Tor schießen werden. Ich habe mehr das Gefühl bei uns gehabt. Und dann kriegst du halt den Elfmeter gegen uns und dann war es halt teilweise auch ein Spiel, ein offener Schlagabtausch. 11 Punkte in der Schlussphase hat der VfB geholt. Das ist der absolute Topwert in der Liga. Zeigt das, dass die Mannschaft jetzt auch im Kopf sozusagen eben immer wieder diesen Willen hat, so ein Spiel zumindest noch zu einem Punkt zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Die Mannschaft hat immer den Willen, Punkte zu holen, zu gewinnen am Schluss oder die Niederlage noch abzuwenden. Genau, und deswegen immer, die Moral ist immer da und wir haben es auch schon öfters geschafft, deswegen ist der Glaube auch immer da. Dankeschön. Bitteschön.